Aber wir wissen noch nicht genau, ob wir mit dem Auto wirklich da hochkommen. Wir wollen uns jetzt hier ein bisschen auf eigene Faust durch die Wüste durchschlagen. Ja, hinten ist die Grabkammer und da liegen lauter Knochen drin. Uns das erste Mal falsch abgebogen. Guten Morgen von der Wennbaustelle. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir befinden uns hier auf einem wunderschönen Stellplatz mitten in den Bergen und es ist so schön entspannt. Wir wollten eigentlich nur eine Nacht bleiben und sind jetzt schon 3 Nächte hier. Ja, wir sind hier richtig hängen geblieben und wissen auch noch gar nicht, wie lange wir hier bleiben. Es ist einfach, es gibt hier eigentlich nichts außer Ruhe. Also wir waren gerade zum Einkaufen gefahren, da ist man dann eine Viertelstunde mit dem Auto unterwegs zum nächsten Laden im nächsten Dorf. Ja, jetzt machen wir uns noch einen entspannten Tag und vielleicht noch einen. Wir gucken mal, was diese Woche überhaupt hier passieren wird. Vielleicht versacken wir ja hier komplett, wer weiß. Der Platz ist relativ neu. Die haben erst vor kurzem eröffnet. Es ist auch noch nicht alles fertig. Aber es gibt einen schönen Pool, der eisekalt ist, weil nachts kühlt es halt ab. Aber es ist einfach schön, wenn es tagsüber mal kurz da rein zu hüpfen. Es sind nette Leute hier drumherum. Und auch die Besitzer sind super nett hier. Und es gefällt uns, wie gesagt, sehr, sehr gut hier. Guten Morgen. So, wir haben alles geschafft, was wir brauchen. Ab Wasser abgelassen, Wasser getankt, alles ein, aus, umgeräumt, festgemacht. Und der Vormittag ist schon wieder rum. Wir haben 1 Uhr, bis wir hier wegkommen. Wir wollen nämlich heute unseren schönen Stellplatz hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen. Unser nächstes Ziel ist Tabernas, wo es diese Wüste, eine Halbwüste gibt. Und wir wissen noch nicht genau, was wir da machen können. Tabernas ist halt ein Drehort für ganz viele Western gewesen, für Hollywood-Filme, für Italo-Western, Lawrence von Arabien, der Marsianer, alles, wofür man Wüstenkulisse braucht. Und es ist heute so ein bisschen so ein Freizeitrummelpark geworden. Also es gibt so Western-Kulissenstädte, die halt als Freizeitpark umgebaut sind. Das ist natürlich nicht das, worauf uns der Sinn steht. Wir wollen ein bisschen Wüste und Natur erleben und sind noch nicht ganz sicher, wie man das da in Tabernas schaffen kann. Guten Morgen, gestern sind wir hier nach Tabernas gekommen. Heute wollen wir mal zur Touristeninformation gehen und gucken, was man hier alles machen kann. Ja, wie wir befürchtet haben, allzu viel ist es gar nicht, was man sich hier ansehen kann, wenn man nicht in diese Remi-Demi-Themenparks gehen möchte. Es gibt einen einzigen Wanderweg wohl, der so ein bisschen an der Wüstenlandschaft entlang führt. Ansonsten ist es wohl teilweise geschütztes Gebiet, was man nicht betreten darf. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob das ganze Gebiet geschützt ist oder irgendwie nur so ein Teil. Der Herr hat halt nur Spanisch gesprochen. Und dann haben wir noch einen Stadtplan von Tabernas bekommen. Hier kann man da oben die Burg besichtigen. Das ist sogar kostenlos. Also ich denke, da fahren wir jetzt gleich mal hin.
und gucken uns da oben ein bisschen um. Jetzt haben wir auch den Parkplatz gefunden, wo wir parken können, wo wir zum Kastell hoch können. Und jetzt ziehen wir uns gleich mal Schuhe an. Ich denke, vielleicht Sneaker, nicht immer mit den Schlappen hochlaufen und machen uns jetzt fertig. Hier stehen wir an einem Aussichtspunkt, wo man eben diese ganze Ebene vor sich hat mit den Felsformationen und so. Und da ist halt auch eine Infotafel, wo steht, an welchen Stellen hier Drehorte von bestimmten Filmen waren, die wir leider alle nicht kennen. Aber immerhin, hier wurden Filme gedreht und es gibt verschiedene Drehorte. Und eine tolle Aussicht, das ist eigentlich das Wichtigste, oder? Vom Parkplatz aus sind es nur wenige hundert Meter zu der Burg hoch. Auf diesen paar hundert Metern gab es schon tolle Aussichten. Wir sind dann hochgegangen und haben uns die Reste der Burg, die seit dem 16. Jahrhundert verfallen ist, angeguckt. Und uns gefällt das hier super gut. Es ist super ruhig, wenig Leute hier. Trotzdem haben sie hier alles gut, alles eigentlich schön gemacht mit diesen Holzplanken, wo man herlaufen kann. Und was uns besonders gut gefällt, sind die Aussichten hier. Auf der einen Seite guckt man eben auf die Wüste und auf der anderen Seite auf die bunten Häuser von Tabernas. Diese Burg von Tavernas, die geht auf maurische Zeiten zurück. Im 12. Jahrhundert wurde hier wohl die erste Burg erbaut und das war nicht nur eine Burg, sondern halt so eine befestigte Siedlung, wie die Mauren das eben typischerweise hatten. Blieb dann einige hundert Jahre in maurischer Hand, wurde immer weiter auch zu einer Festung ausgebaut und dann irgendwann übernahmen ja hier die christlichen Herrscher das und haben die Burg dann wirklich als eine Verteidigungsanlage hier für den Landweg nach Almeria ausgebaut. Und im 16. Jahrhundert wurde die Burg dann aber aufgegeben. Es hat ein großes Erdbeben gegeben, da war einiges kaputt gegangen und man hatte irgendwie nicht mehr die Mittel, um das zu erhalten. Und seitdem ist die Burg halt so mehr und mehr zerfallen. Und erst in jüngster Zeit hat man begonnen, wieder zu versuchen, hier ein bisschen wenigstens zu erhalten oder zu restaurieren. Und wir finden, es ist wirklich schön, dass das hier kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Es ist wirklich schön aufbereitet mit diesen Holzplankenwegen, den Balustraden. Es sind irgendwo so kleine Infopoints, wo man einen Code scannen kann. Und das ist wirklich eine tolle Sache und natürlich auch dieser Ausblick hier. Wir wollen jetzt zum Mirador Desierto de Tabernas fahren. Da soll es ganz tolle Aussichten geben, aber wir wissen noch nicht genau, ob wir mit dem Auto wirklich da hochkommen. Normal ist das eine 4x4 Strecke, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. About to leave, already packing.
Wir werden wohl Balus Pistentauglichkeit hier nicht testen können, denn alle motorisierten Vehikel sind verboten, auch wenn hier nur so komische Zwei- und Bäder und Quads aufgeschrieben sind. Aber wir fühlen uns mal mit angesprochen, Camping ist sowieso verboten. Das heißt, wir lassen Balu jetzt hier stehen und gehen einfach mal ein Stück zu Fuß weiter und gucken mal, was wir da sehen. Also die Landschaft hier, die ist jedenfalls schon mal vielversprechend, das gefällt uns gut. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Bis zu diesen Ruinen hier sind wir jetzt gelaufen. Also in der Karte steht auch nur Ruinas. Wir wissen jetzt nicht, ob das Ruinen von irgendwelchen Filmkulissen tatsächlich sind oder ob hier wirklich mal Leute in der Einsamkeit gelebt haben. Wir sind jedenfalls mal so ein bisschen hier vorsichtig rumgesträucht. Und ich denke, jetzt machen wir uns auch auf den Rückweg, weil zu dem Mirador hoch ist es noch eine ganze Ecke und die Sonne fängt an, sich hinter den Wolken zu verstecken. Und außerdem wollen wir ja noch Kaffee trinken in Balu. Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Guten Morgen. Heute machen wir eine Wanderung hier in der Tabernaswüste oder am Rand der Wüste entlang. So ganz sind wir aus der Erklärung nicht schlau geworden. Es liegen jedenfalls, glaube ich, 2-3 Filmdrehorte auf dem Weg. Es ist so ein Rundweg, der hier in der Touristeninfo uns auch mitgegeben wurde. Soll 8 Kilometer lang sein, angeblich gut ausgeschildert. Wir werden sehen. Und ja, es ist jetzt 11:30 Uhr, bis wir loskommen. Wir haben extra hier am Startpunkt übernachtet, damit wir nicht so spät dran sind, nicht wahr? Und ich würde sagen, dann geht's jetzt mal los. Ja, schon das erste Mal falsch abgebogen. Wir hatten am Anfang ja schon ein bisschen Probleme, den Weg zu finden. Dann sind wir auf den Weg gekommen. Aber wie es so ist, es sind auch nicht immer die Wegzeichen hier so eindeutig. Andererseits haben wir auf Komoot eine Wanderung gefunden, die hier wohl ähnlich oder vermuten die gleiche ist. Und am letzten Abzweig haben wir uns entschlossen, Komoot zu folgen und standen dann da vorne an der Abbruchkante. Also gehen wir jetzt wieder zurück und folgen doch diesem abgebrochenen Hölzchen, was vermutlich den richtigen Weg anweist. Aber dafür haben wir wenigstens hier diese kleine Höhle auf dem Weg entdeckt. Das war hier eine ganz schön steile Abfahrt hier runter. Wir waren froh, dass wir die dicken Schuhe anhatten. Wobei, wahrscheinlich wäre es mit Flipflops auch gegangen. Aber wir sind jetzt erstmal froh, dass wir das geschafft haben und
bis hierhin gekommen sind. Stehen wir schon wieder an so einer Stelle, wo wir uns entscheiden müssen, wo es weitergeht. Und es gibt leider keine Entscheidungshilfe im Sinne von Wegzeichen. Also da drüben führt ein Weg lang, aber ich vermute, der führt nur da vorne auf die Spitze zum Gucken. Dann geht hier ein deutlich sichtbarer Pfad entlang. Und hier geht noch so ein Kletterpfad runter ins Tal. Das Tal ist übrigens die Rambla von Tabernas. Ramblas sind ja ausgetrocknete Flusstäler, so ähnlich wie Wadis im arabischen Raum. Die halt nur so einmal im Jahr, wenn es mal ordentlich regnet, Wasser führen. Wir wissen, dass wir diese Rambla durchqueren müssen für die Wanderung. Und wir gehen jetzt einfach mal, da steht noch so ein abgebrochenes Stöckchen, weiß nicht, ob das ein Zeichen sein soll. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal da runter und hoffen, dass das der richtige Weg ist. Ein Wegzeichen. Wir haben wieder definitiv den richtigen Weg gefunden. Wir sind jetzt hier unten in dem Tal. Es ist auch ein bisschen grüner, also so grünes Gestrüpp halt. Und da hinten tröpfelt so ein bisschen Wasser aus so ein paar Schläuchen, das hier, ich weiß nicht, wo es herkommt. Also eine technische Oase sozusagen. Und bei solchen Aufnahmen muss es immer einen Dummen geben, der die Kamera wiederholt. Wir gehen jetzt schon eine ganze Weile durch dieses breite Tal, also vermutlich auch so ein trockenes Flussbett. Leider geht das hier so ein bisschen an der Autobahn vorbei und man hört immer so ein bisschen das Rauschen. Also hinten in den Bergen waren wir manchmal so schön abgeschirmt, dass es ganz, ganz still war. Ja, aber auf jeden Fall geht es jetzt wieder Richtung zu unserem Ausgangspunkt zurück und wir gucken mal, was uns auf dem Weg noch so erwartet. Plötzlich stehen wir hier inmitten einer Oase, also es ist überall grün und es ist zu unserer Verwunderung alles voller Wasser. Wir vermuten aber, dass das durch Schläuche hier hingekommen ist, das Wasser, und hier die Wüste ein bisschen lebendig machen soll. Oh, das sieht so schön aus, so eine tolle Landschaft. Also das letzte Stück dieses Flusstal entlang, das war halt ein bisschen öde, man ging nur geradeaus und ja, rechts und links Felsen und Büsche. Und jetzt gibt es aber wieder richtig tolle Aussichten. Ah, die Navitante von Komoot regt sich gerade auf, weil wir die Tour verlassen haben, weil wir wollen uns jetzt hier ein bisschen auf eigene Faust durch die Wüste durchschlagen. Denn der ganz große Bogen für die Tour, das dauert uns jetzt doch zu lang. Ihr wisst ja, bei uns dauert immer alles was länger und dann noch mit Filmen und so noch mal länger. Deswegen wollen wir das jetzt ein bisschen abkürzen und haben uns jetzt für einen Weg hier durch diese Steppe entschieden und schauen wir mal, ob das gut geht. Also so richtig vertrauenerweckend stabil ist diese Konstruktion hier nicht. Da in der Mitte sind auch schon hier Dinger lose und durchgebrochen. Also am besten schnell rüber.
Ja, das müssen wir alles noch hoch. Ich glaube, da sind noch so ein paar Brücken, die wir mit etwas Misstrauen bezeichnen. Aber, wie sagt man so schön in Köln, es hat noch immer Jod gegangen, ne? Hier liegen schon wieder die Trümmer vom Geländer und sowas neben der Brücke. Es sieht alles sehr morsch aus, also wünsch mir Glück. So, hinter uns steht Balu. Wir sind gleich zurück von unserer Wanderung. Ungefähr 4 Stunden waren wir unterwegs. Ja, wir haben, wie gesagt, ein bisschen abgekürzt, die große Runde. Wir hätten ja deutlich länger noch gebraucht. Und irgendwann haben wir dann keine Lust mehr. Und im Moment sind die Tage ja jetzt auch nicht mehr so lang. Es hat uns, besonders der erste Teil, hat uns richtig gut gefallen mit diesen Landschaften. Also aufgegebene Filmsets haben wir jetzt unterwegs nicht gesehen. Wir hatten das so verstanden, dass mindestens eins auf der Strecke sein sollte. Also wie gesagt, haben wir nicht gefunden, aber die Landschaft als solche ist schon ziemlich klasse. Ein bisschen schade ist, also ihr hört es vielleicht auch im Hintergrund, dass hier eben die Autobahn mitten durch die Wüste führt und man die halt an vielen Stellen einfach auch hört. Ja, und interessant war auch, dass wir ein paar Mal durch Wasserläufe durch sind. Also einmal hatten wir schon gesagt, dass wir einfach so durch so Pfützen durch sind, aber auch ziemlich lang. Und dann auch einmal quasi wie so ein kleines, so ein Mini-Flussbett. Ja, es war ein kleines Flussbett, ja, wo so ein Rinnsal halt noch durchlief. Und das hätten wir jetzt nicht erwartet. Ja, also so ganz so trocken ist es dann hier doch nicht. Ja, jetzt gehen wir mal zum Auto zurück und dann gucken wir mal, was wir die nächsten Tage so in Angriff nehmen. Jawohl. Guten Morgen. Guten Morgen. Boah, es ist schon wieder spät, nach 10, bevor wir hier zum Frühstück kommen. Halb elf, um genau zu sein. Scheiße. Aber gestern ist auch richtig spät geworden, weil wir haben ja, nachdem wir die Tabernas-Wüste durchwandert sind, diese Runde gemacht haben, wahnsinnig viele Videos vorbereitet. Da ist halt spät geworden. Ja, und wir haben die Tabernas-Wüste schon wieder verlassen. Der Aufenthalt war jetzt eigentlich kürzer, als wir uns das so erträumt hätten. Ja, wir hätten eigentlich gedacht, das war wie bei Badenas Reales, mehrere Tage die Wüste durchstreifen und gucken können. Aber hier war es nicht so. Ne? Das ist hier nicht möglich. Ne? Also diese Wüste ist eigentlich hauptsächlich, denke ich, interessant für die Leute, die eben Spaß haben an diesen Western-Geschichten und die sind halt alle in so Vergnügungsparks und da sind wir jetzt nicht so der Fan von. Nee. Ist vielleicht für Familien ganz schön und so oder eben, wie gesagt, so Hardcore-Vergnügungsparks-Fans. Ja, deswegen sind wir jetzt weiter. Also wie gesagt, das war jetzt ein bisschen enttäuschend, dass man da nicht mehr machen konnte. Es ist einfach ganz vieles einfach nicht zugänglich. Ne? Man darf da nicht rein. Und wir haben halt diese eine Runde gewandert, die war ganz schön. Wir hätten jetzt noch eine zweite machen können, aber gut, jetzt haben wir uns entschlossen. Wir sind gestern Abend noch bei einbrechender Dunkelheit weggefahren und befinden uns jetzt in Los Millares. Wir haben ja die Nacht ganz allein hier auf dem Parkplatz verbracht. Das ist eine archäologische Ausgrabungsstätte von einer steinzeitlichen Siedlung. Da wurden wohl Gräber gefunden und auch Reste von der Besiedlung. Und ich habe da Bilder im Internet von gesehen, das sah eigentlich sehr interessant aus. Das wollen wir uns dann heute mal anschauen. Wir waren gerade drin im Museum. Das ist sehr schön gemacht mit ein paar Modellen der steinzeitlichen Siedlung und auch Erklärungen. Also ursprünglich gegründet wurde die Siedlung, wenn ich das richtig im Kopf habe, 5700 vor Christus, also in der frühen Kupferzeit. Das ist gar nicht steinzeitlich, oder? Ja, und es gibt also ein paar Modelle von der Landschaft, wo hier die Bauten gefunden wurden. Ein Modell von so einem Grabhügel und verschiedene andere Sachen. Wir haben uns jetzt gar nicht alles genau angeguckt, weil das meiste kann man eben hier in dieser tollen Landschaft sehen. Da führen wohl mehrere Routen, die man zu Fuß gehen kann. Einmal zu den Gräbern und einmal zu diesem ehemaligen Befestigungsmauer von der Siedlung. Und da gehen wir jetzt mal hin. Thank you.
Hier sind wir an der ersten Stelle angekommen, wo 3 Grabhügel ausgegraben worden sind. Den dritten hat man zugedeckt gelassen oder wieder zugedeckt, damit man sehen kann, wie das ursprünglich aussah. Die anderen 2 hier sind geöffnet und man kann halt reingehen und sich diese Grabkammer angucken, die dann eben aus verschiedenen, entweder Steinplatten oder so eine Art Mauerwerk gebildet worden ist. Also ich bin echt beeindruckt, was wir hier sehen. Das ist die Mauer von der Befestigung und die ist aus dem späten Kupferzeitalter. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass die da schon so massive Steinmauern gebaut haben. Irgendwie habe ich gedacht, da gibt es ein paar Holzpalisaden und gut ist. Und dahinter, ganz hinten, sieht man noch die Mauerreste, die aus der früheren Zeit sind. Auch da hat man schon richtig massive Mauern gebaut, um eben die Siedlung zu schützen. Und ja, da bin ich jetzt echt erstaunt drüber. Also hier, um es mal einzuordnen, die späte Kupferzeit, das war so um 2500 vor Christus. Hier sind wir jetzt in dem offiziellen Eingangstor von dieser Siedlung und ich finde, das ist echt auch wieder super beeindruckend. Ich bin total geflasht, was wir hier zu sehen kriegen. Also diese Mauern mit diesen Bastionen und kleine Gucklöcher, wo man gucken konnte, wer vorbeikommt und ob man dem das Tor aufmachen will oder lieber nicht. Ja, also das ist wirklich richtig klasse zu erkunden hier. Hier sind wir in der Zona de Interpretación. Hier hat man so eine Siedlung nachgebaut, wie die nach heutigen Erkenntnissen wohl ausgesehen hat. Also es gab runde Hütten, es gab teilweise Werkstätten. Es war hier in der Kupferzeit, also man hat auch Werkstätten für die Metallbearbeitung gefunden. Außerdem wurde natürlich getöpfert und aus Pflanzenfasern geflochten, Körbe, Matten und sowas. Und das hat man alles versucht, hier so ein bisschen anschaulich nachzustellen. Das schauen wir uns jetzt an. Though it's easy to remember, it's as easy to forget, that it leaves you feeling down and filled with some. Auf dieser Interpretationsstätte gibt es auch noch 2 Grabhügel, das ist auch noch ziemlich interessant. Mann, gar nicht so einfach da reinzukriechen. Der Gang ist ganz schön eng und dann hat er hier 3 so Rahmen, wo man noch drüber klettern muss. Ja, hinten ist die Grabkammer und da liegen lauter Knochen drin. Also ich gehe davon aus, dass es keine echten sind, aber es ist trotzdem ein bisschen gruselig. Markus will hier gar nicht erst reinklettern. Wie genial ist diese Stätte denn hier? Also Los Millares heißt das. Eine richtig große Siedlung. Und wenn man überlegt, die Ursprünge sind 5000 Jahre alt. Unglaublich. Mhm. Und was die da schon zustande gebracht haben, beziehungsweise die neueren Sachen sind ja dann nur 3000 Jahre? Ja, ja. Ist auch fast 5000, 2500. Stimmt. Ja. Also es ist jedenfalls sehr, sehr alt und wir sind super beeindruckt und so schön aufgearbeitet hier. Wir sind echt froh, dass wir den Stopp hier eingeplant haben. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Ja, es ist ja auch nur eine halbe Stunde von Tabernas entfernt. Und was uns dann auch noch richtig gut gefallen hat oder was wir interessant finden, dass das Ganze auch noch kostenlos ist. Ja. Wir haben hier also hier ein Visitor Center mit Modellen, mit Filmen. Dann sitzen da 2 Damen, die einem auch noch Sachen erklären. Und ja, ganz viel auch Erklärungs hier, so Informationsdinger, wie die Leute gelebt haben, wie die Sachen aufgebaut waren, wie sie beerdigt wurden, wie die Force hier ringsum verteilt waren. Also richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt. Ja, ne? Dann die Ausgrabungen selbst und dann noch dieses kleine Dorf, diese Interpretation, wie das damals ausgesehen hat. Auch alles wunderschön aufgebaut, teilweise mit Modellen. Da waren so kleine Tiere, was man sehen konnte. Und wie gesagt, das alles kostenlos. Guten Morgen von der Wenn-Baustelle. Ja, wir haben ja gestern, als wir da an dem Parkplatz bei Los Millares waren, haben wir nachmittags noch geduscht. Und dann ist uns aufgefallen, dass hier Wasser runtertropft, was ja nicht sein sollte, denn unsere Dusche hat ja einen ordentlichen Ablauf in den Abwassertank.
Und jetzt habe ich mir das angeguckt und festgestellt, dass da halt eine Stelle ist, wo es durchtropft. Und zwar leider nicht aus dem Schlauch oder einer Verbindung, sondern da, wo dieser Flansch am Boden befestigt ist. Das ist natürlich richtig kacke, weil das heißt, dass wir dann ja auch Wasser auf dem Boden innen haben im Auto. Das sollte nicht sein. Ich habe jetzt mal hier den Schlauch von dem Ablauf abgemacht, weil an dem Schlauch ist es definitiv nicht undicht. Was schade ist, das wäre die einfachste Lösung. Und wir haben uns halt mal versucht, diese Ablaufdingen da von innen anzugucken. Und im Grunde genommen gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wo es undicht sein könnte. Entweder ist es oben, wo die Ablaufgarnitur auf der Duschwanne sitzt, dass es da zwischen dem Rand durchläuft. Wir haben aber hier drin auch so eine Ritze gefunden, die genau auf der Höhe ist, wo es hier rauskommt. Die könnte es auch sein, dass es da durchgeht. Und ja, und dann ist noch eine komische Stelle, wo wir nicht genau wissen, wozu die überhaupt ist. Und ja, jetzt müssen wir rausfinden, welche das ist. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mal versuche, in diese Ritze da irgendwie Wasser reinzuspritzen und gucken, ob es dann an der Stelle raustropft, wo wir es tropfen gesehen haben. Dann wüssten wir, dass die das ist. Das Gute ist, wir haben mal den Abfluss ordentlich sauber gemacht. Hat jetzt noch keinen Erkenntnisgewinn gebracht, die Aktion mit der Spritze. Außer, dass ich mich jetzt so ein bisschen abgeduscht habe. Das Wasser läuft halt auch schnell wieder runter. Ich weiß nicht, ob ich das mit genug Druck da reingespritzt kriege, falls es die Stelle ist, dass es tatsächlich da durchkäme. Jetzt wollen wir mal versuchen, dass ich das von unten zuhalte und Markus von oben Wasser reinlässt und da mal gucken, ob es irgendwo rauskommt. Mal sehen, ob das hinhaut. Also ich werde wohl wieder nass werden. So, die Aktion hat jetzt auch kein Ergebnis gebracht, kein eindeutiges. Also vielleicht ist es dann eben nicht diese Stelle, die wir da im Verdacht haben. Ich vermute mittlerweile auch fast wirklich, dass es der Anschluss oben in der Duschwanne zur Ablaufgarnitur sein könnte. Dafür stehen wir jetzt aber falsch vom Winkel her. Das heißt, wir fahren jetzt hier nochmal vom Keil runter und vorne rechts auf den Keil drauf und lassen da mal ein bisschen Wasser in der Dusche stehen und gucken, ob dann da was rauskommt. Noch eins, noch. Tropft. Aber eigentlich wissen wir jetzt nicht, ob vielleicht auch der Stöpsel gar nicht richtig dicht ist und es deswegen tropft. Es tropft also kontinuierlich jetzt da raus. Jetzt tropft es aber auch aus der Verschraubung, weil wir die ja losgemacht haben. Die müssen wir dann wohl nochmal mit Loctite abdichten. Aber ich glaube nicht jetzt, ne? Wir packen jetzt erstmal ein und geben uns vorerst geschlagen. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen frustrierend. Wir haben es jetzt nicht richtig rausgekriegt. Also unsere Vermutung ist schon, dass es halt dieser obere Abschluss hier ist an der Duschwanne, der eventuell undicht ist. Das heißt, wir müssten uns da jetzt erstmal irgendwas zum Abdichten besorgen und unten eben auch nochmal mit Loctite, was wir jetzt aufgeschraubt haben, abdichten und dann gucken. Das kriegen wir jedenfalls heute nicht geschafft. Heute ist Sonntag. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle das Video. Wir danken euch fürs Zuschauen, hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn noch nicht geschehen, lasst uns doch bitte ein Abo da. Das hilft uns weiter zu wachsen und guten Content für euch zu erstellen. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Ciao. Nochmal neu. Sollte das was bedeuten? Mirador Desierto del... Nochmal. Wir fangen nochmal von vorne an. Schon richtig massive Bauern. Auch da hat man schon richtig massive Mauern. Fliege. Ja. Mich nerven die Fliegen. Du musst die ignorieren, wenn wir hier drehen. Ja. Hopp.